Kleine da links. Ja, also Raubmob. Und blapp. Wichtiger Hinweis, die Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Mhm. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal rein, oder? Wir brauchen das Idol der vielen Hände. Ja, in den Schaukasten vorne links. Oh, guck mal, eine Vase. Eine unbezahlbare Ming. Ich schmeiß die hin. Gehen wir mal da zur Tür rein. Bitte. Sieht aus wie ein Job für Fester Scheintop. Svok. Oh! Smack. Die lasse ich lieber hier. Hypnotisier, eigenwilliges Nashorn. Autsch. Nein! Nicht den roten Knopf! Drücke roter Knopf. Kaboom. Schau an. Gefährliches Lama. Jawohl. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke. Wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe. Wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Nimm Heftklammerentferner. Benutze Heftklammerentferner auf wahnsinnig gefährliches Lama. Gehe zu Bücher. Nimm Buch der Witze. Mhm. Das werde ich brauchen. Ich muss wahnsinnig sein. Nimm Wachslippen. Arg! Maulwürfe! Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit noch ein Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Benutze Nagetierspray mit witziger kleiner Mann. Bum, 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 bum. Schau an, sagenhaftes Idol. Das ist ja wunderschön. Mhm. Öffne Schloss. Ich krieg es nicht auf. Oh oh. Nimm schwerer Stuhl. Benutze schwerer Stuhl mit Sheriff. Ah. Truff. Bum, bum, bum. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Hm. Wo könnte man jetzt eine Feile herbekommen? Hast du einen Gummischwarnladen? Überleg nochmal. Eine Feile? Ja. Hat man noch was? Voodoo-Laden? Nee. Erinnerst du dich an Otis? Ach, der Käsekuchen. Ah, ja, ja, ja. Reden wir doch mal mit Otis. Ich finde diese Sequenz so wahnsinnig abgefahren. Allein die Idee... So. Rede mit Gefangener. Du hast nicht zufällig eine Feile? Glaubst du, ich wäre dann hier drin? Ich habe nur diesen Käsekuchen von Tante Tilly. Mhm. Ich gebe ihn dir, wenn du mir was gegen die Ratten besorgst. Mhm. Ich kann Käsekuchen nicht ausstehen. Hm. Gib Nagetierspray. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke. Hier ist der Kuchen.
Offene Käsekuchen. Da ist eine Feile drin. Überraschend. Also ich finde es wirklich schön gemachte Rätsel bisher, muss man sagen. Also es mal wirklich hat was. Also man merkt halt, dass sie sich da auch warm gegroovt hatten. Ja. Also bei den Vorgängerspielen war es halt zum Teil noch ein bisschen beliebig. Und hier, glaube ich, merkt man so eine Story. Die haben so ein Design irgendwie gemacht, so richtig. Ja. Ne? Es sind jetzt eben nicht nur Rätselketten, sondern dabei wird auch noch gleichzeitig mit den Rätseln auch die Geschichte erzählt. Mhm. Das ist, glaube ich, der große Fortschritt bei Monkey Island. So, dann geh zu großes Loch. Ich hab die Pfeile. Au. Au. Benutze Buch der Witze mit Reiswolf. Jetzt haben wir witziges Konfetti. Gib witziges Konfetti an schwer bewaffneter Clown. Hui! Au. Wirf Wachslippen in Feuer. Benutze Pfeile auf Nashorn, Fußnagel, Nägel. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm sagenhaftes Idol. Ja. Läuft. Uff, das war knapp. Ja, das ist schon gerne X-Bein. Aber immerhin habe ich das Idol. Aber ich bin noch nicht mit dir fertig. Oh, oh. Dachtest wohl, du könntest ungeschoren mit dem Idol der vielen Hände abhauen. Sehen Sie, ich kann es erklären. Ich auch. Du hast die Pudel vergiftet. Die schlafen doch nur. Bist hier eingebrochen. Die Tür war nicht verschlossen. Und hast einen der wertvollsten Kunstgegenstände gestohlen. Nein, nein, es war alles ganz anders. Oh, wirklich? Mhm. Nun, dann mal raus mit deiner Erklärung. Ja. Kennst du die Anspielung? Nein. Das Kreuz von Coronado. Am Anfang von Indiana Jones 3. Ja. Das gehört in ein Museum. Ach so, okay. Ja, nee, habe ich nicht jetzt erkannt. Okay. Das gehört in ein Museum. Ha. Was geht hier vor? Ich habe diesen Halunk mit ihrem Idol geschnappt, Gouverneurin. Er sagt, es gehört in ein Museum. Da hat er recht. Was? Du hast richtig gehört, Fester. Was mir viel mehr Sorgen macht, wie kam der hier herein, während du Wache geschoben hast? Hau schon ab, Fester. Ich regel das hier. Ich kümmere mich später um dich. Entschuldige ihn. Er ist noch neu. Ich bin Gouverneurin Marley. Gouverneurin Elaine Marley. Aha, das gehört also in ein Museum, wie? Entspann dich, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist. Glaube mir, du bist nicht der Erste, der es versucht. Obwohl ich sagen muss, dass bisher keiner so weit gekommen ist. Tja. Tja. Mein Späher hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Guybrush, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus. Dein Gesicht ist zu süß. Ich verstehe. Nun, offensichtlich bist du nicht in der Stimmung für eine kleine Plauderei. Ich nehme an, du hast zu viele aufregende Dinge zu tun. Ich werde Ihnen keine Zeit mehr stehlen, Mr. Threepwood.
Wenn ich doch nur mit Frauen reden könnte. Oha. Aber Elaine. Und hübsch ist sie auch gezeichnet aus. Große blaue Augen. Wohin willst du denn damit, Thruswood? Was wollen wir? Die vorletzte. Vorletzte? Entschuldigen Sie, Mr. Scheintrop. Sie stehen im Weg. Du brauchst wohl etwas Abkühlung. Gib mir dein Schwert. Nein. Aha. Das ist das Ende, du kleiner, nichtsnutziger Niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Mele Island gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um einen Möchtegern-Piraten wie dich im Wege zu haben. Leb wohl, Mr. Spicecake oder Troopface oder wie dieser blöde Name auch war. Im Nachhinein betrachtet, könnte das noch ein ganz guter Tag werden. Jetzt sind wir abgestürzt mit Goldfigur. Du erinnerst dich, dass er 10 Minuten die Luft anhalten kann? Da liegt eine Säge. Ich kann mit das Seil durchsägen. Da komme ich von hier nicht heran. Tödliches Metzgerbeil. Da komme ich von hier nicht ran. Messerscharfe Schere. Da komme ich von hier nicht ran. Aber er ist ganz schön animiert da. Ist auch ziemlich viel los auf dem Bild. Ja, das muss eigentlich entweder das andere Schwert sein oder die Säge bei Angeln. Oder nimm doch die. Du hast doch das Schwert dabei, wenn ich hack mit dem Schwert auf dich. Dieses Schwert musste ich ja abgeben. Ach so. Stimmt. Da komme ich von hier nicht ran. Schaufel? Oder was hast du denn sonst noch dabei? Heftklammerentferner. Schaufel, Fisch, Goldstücke. Schaufel? Oh, da kommt jemand. Hallo Nick, ich habe gerade ein Gewaltverbrechen begangen. Hat das etwas mit diesem großen Messer da zu tun? Genau. Was sollte ich damit tun? Du solltest es schnell loswerden. Nein, jetzt schmeißt das zu mir runter. Ich werfe es hier ins Wasser. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Ich muss den Beweis vernichten. Es könnte an Land gespült werden. Was kümmert das mich? Dann sind keine Fingerabdrücke mehr drauf. Ich werf's rein. Nein, vielleicht brauche ich es nochmal. Bis demnächst. Ja, bis dann. Na super. Gut. Das ist die Stelle im Spiel, wo man sterben kann. Man muss 10 Minuten da stehen und dann ertrinkt man. Und dann ist rum, ja. Und dann gibt's es ist noch eine ganz lustige Sequenz, aber das sparen wir uns jetzt und wir machen weiter. Und wir nehmen das Idol. Ich glaube, ich brauche ein Schwert. Ich habe nicht mehr den Swordmaster, nee, Slashmaster. Sondern das andere. Nun, das war ja gar nicht so schwer. Nun muss ich lediglich das dumme Idol zu den Piraten bringen und... Du lebst! Gouverneurin! Hey, du kannst ja reden! Wer hätte das gedacht? Und was tun Sie hier? Wollen Sie die Arbeit beenden? Nein, ich kam hierher, um dein Leben zu retten. Fester handelte gegen meinen Befehl, als er dich da reingeworfen hat.
Sie sind gekommen, um mich zu retten? Oha. Ich dachte, Sie mögen mich gar nicht. Nun, unser erstes Zusammentreffen war etwas seltsam. Mhm. Du scheinst Schwierigkeiten zu haben, ganze Sätze zu formulieren. Aber das haben die meisten meiner Bürger. Aber ich bin keiner ihrer Bürger. Ich bin nur ein Niemand, ein Herumtreiber, ein Möchtegern-Pirat. Oje. Wen hätte es gekümmert, wenn ich da unten ertrunken wäre? Es hätte mich gekümmert, Guybrush. Ja. Oh, Gouverneurin. Oh, Threepwood. Hm? Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Schnuckelchen. Zuckerkeks. Mausezähnchen. Honighäschen. Küss mich. Nein, wir dürfen nicht. Was? Nicht hier, wo uns die anderen sehen können. Warum? Schämst du dich mit mir? Nein, nein, das ist es nicht. Es haben mir nur schon so viele Piraten Anträge gemacht. Und um keinen zu verletzen, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich meinem Vater versprechen musste, mich niemals in einen Piraten zu verlieben. Wenn sie uns gemeinsam sehen, wissen sie, dass ich gelogen habe. Okay, gehen wir zu dir? Gern. Aber beende die drei Prüfungen vorher. Ich möchte, dass du mir dann deine volle Aufmerksamkeit widmest. Mhm. Aber ich habe auf einmal dieses Verlangen, die drei Prüfungen zu beenden. Schleunigst. Läuft. Aber schon sehr schnulzig, wenn man das mal so sagen darf. Also. Wie halt in so einer Piratengeschichte. Ja, aber es ist schon sehr, du musst schon wenig machen eigentlich jetzt, ne? So jetzt, wir haben jetzt 3 Minuten da irgendwie rumgewurschtelt. Ja, das war halt so eine Zwischensequenz. Ja, ja, du hast einfach, bist einfach nur, hast die goldene Statue, bist rausgelatscht daraufhin, so. Die nächsten zwei werden etwas aufreibender. Mhm. So, aber schließen wir erstmal die erste der Prüfungen ab und geben das wertvolle Idol an schrecklich wichtige Piraten. Ah, das Idol der vielen Hände. Bist ein tapferer Bursche. Danke auch fürs Stehlen. Mhm. So. Dann speichern wir nochmal. Ja. Lass uns mit unserem Bock rein, weil ja, das haben sie vorher auch schon gesagt. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf Schatzsuche. Wir haben ja schon die Schatzkarte. Warum willst du denn die ganze Zeit nicht fechten? Weil das hebe ich mir als Höhepunkt das, quasi die, genau, auf. Genau, das hört sich gefährlich an. Ja. Ja, jetzt machen wir erstmal, dass wir einfach mal die einfachen Sachen erstmal abschließen. Dann suche können. Mal das X, bitte. So, Sean, Karte. Ich lasse sie in der Tasche. Sonst klaut sie mir noch jemand. Mhm. Gut, dann müssen wir jetzt mal. Gehen wir mal dahin, wo er ohne Karte nicht hin wollte. Da, wo wir die gelbe Blume her haben. Ins Labyrinth. Genau. Ah, jetzt ja. Da hätte ich jetzt wieder auf dem Schlauch gestanden. Ich habe es gelesen, aber ich habe es jetzt nicht. Das ist mein kleines Mausezähnchen. Hagen. Oh, alles gut. Oh. Tief durchatmen. Oh. Ja, romantisches Geschnulse ist ja genau meins. Ach, herrlich. Wenn er jetzt gleich ankommt mit Valentinstagsblumen, dann wäre ich irre hier. Da kriegst du von mir hier die blonde, die gelbe Pflanze. Zack. So, Gabel um. So, benutze Karte. Also ich finde immer noch, das sieht aus wie ein Klumpen. Der Karl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Das sieht aus wie Tanzschritte. Tanz den Affen. Hinten, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, rechts, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, rechts, 2, 3, 4, hinten, 2, 3, 4, rechts, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, hinten, cha-cha-cha.
Hagen, schreib doch mal bitte auf. Also, auf hinten, links, rechts. Schreib auf einen separaten Zettel mal. Hinten, links, rechts, oben, unten, mitten. Hä? Genau. Da, ja, warte, ich, ach, da, hier sind nicht genug Zettel. Ach, Wahnsinn. Es sind 50. Nur 50 Zettel, das ist nicht genug. Genau. So. Hinten. Also, hinten. Links. Ich hätte gedacht, wenn es jetzt einfach Pfeile. Jetzt habe ich hintern geschrieben, mal weil du mich so Pfeile. Wahnsinnig... Links habe ich. Rechts. Rechts habe ich. Rechts. Hintern. Rechts. Jetzt hast du mich abgelenkt. Was hinten, links, rechts, links, rechts. Hinten. Hinten. Rechts. Links. Hinten. Ja. Gut. Also, es geht los mit... Ich Hintern da hingeschrieben. Und das ist kein Scherz. Ich habe Hintern dahin geschrieben, weil der Bursche mich so wahnsinnig macht. Und dann mit diesem Geschnulz und Hoch Elaine, Hoch Elaine. Hoch Elaine. So, wo bist du jetzt hin? Hinten. Ja, hinten. Jetzt sind wir hinten. Bei den gelben Blümchen. So, jetzt bitte links. 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 2, 3, 4. Rechts. Guck mal, hier ist ein Lagerplatz. Sieht wie ein alter, verlassener Lagerplatz aus. Rechts? Ja, rechts. Was kann man an einem Lagerplatz machen? Lager. Genau. Oh, rote Blümchen. Pflanze und Baumstumpf. Wenn du mich fragst, ein gewöhnlicher Baumstumpf mit der roten Blumen, die es hier überall gibt. Mit einer der roten Blumen, die es hier überall gibt. Oh, mich warnt Elaine, rote Blumen. Oh. Das kann ich nicht nehmen. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt? Links. Ich war so, die rot, ich bin, Du musst da schon, ja, deinen Finger. Ja, ja, ich habe extra meinen dicken Finger da drauf gelegt. Rechts. Hinten. Guck mal, ein Baumstumpf. Lediglich ein alter Baumstumpf. Guck mal rein, in Baumstümpfen ist immer irgendwas. Das klappt so nicht. Ah, warte. Nee. Nee. Rechts. Eine schöne Pflanze. Das kann ich nicht nehmen. Links. Hinten. 2, 3, 4. Cha, 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 cha. Oh, der Brückentroll. Oh, herrlich. Niemand darf vorbei. Halt! Du musst Wegzoll zahlen.